Die Katastrophe beginnt am 29. Dezember 1978. Auf Rügen fällt das Thermometer in einer Nacht um 25 Grad. Der Sturm erreicht Orkanstärke. Zwei Menschen werden sterben in diesem Schnee, weil sie sich allein auf den Weg gemacht haben. Posewald bei Putbus hat 6 Gehöfte. Alle stehen weit auseinander. Inzwischen hat die Armee auf der Insel große Räumfahrzeuge im Einsatz. Doch auch die verlieren oft den Kampf gegen die Schneemassen. Seit 3 Tagen schneit es nun schon. Der Wind dazu kommt aus dem Osten und ist eiskalt. Die wichtigste Verbindung zur Insel, der Rügendamm. Und die wollten mit ihrer gesamten Räumtechnik dann durchbrechen zu uns hoch auf die Insel. Posewald liegt im Osten der Insel. Schnee und Sturm treffen den Ort fast ungebremst. Es ist der 31. Dezember. Vor genau 3 Tagen hatten die Wehen bei Frau Hoge begonnen. Nach mehreren Telefonaten mit dem Gynäkologen im Kreiskrankenhaus von Bergen entscheidet Dr. Schulze, Frau Hoge kann ihr Kind zu Hause auf gar keinen Fall bekommen. Fast 20 Grad minus und immer die Angst, das Kind kommt während der Fahrt. Seit 4 Tagen stürmt und schneit es fast ununterbrochen. Endlich fliegen die ersten Hubschrauber der Armee. Mit an Bord Robert Rosentreter, Presseoffizier der NVA. Rosentreter berichtet über Zustände, die sich auf dem Festland niemand vorstellen kann. Das Fliegen ist gefährlich, das Landen noch mehr. Sie stellen sich mal. 30 Tonnen Lebensmittel bringen die Hubschrauber von Stralsund aus auf die Insel Rügen. Eingeschlossene Ortschaften können sie so erreichen, einige nicht. Scheiße! Gut aus! Gut, gut, sehr gut. Oh, rückwärts weitergehen! Oh. Also, los, los, wieder! Das ist alles echt, Junge, mach an, mach an! 9 Rüganer sind Dialysepatienten. Auch sie, wie Rotraud Hoge, in Lebensgefahr. Das Landambulatorium in Putbus hat keinen Operationssaal. Doch Frau Hoge in den OP nach Bergen zu schaffen, noch einmal auf dem Pferdeschlitten, das können die Ärzte auch nicht verantworten. Auf den Dörfern musste das Vieh versorgt werden, oft ohne Strom. Melken, Ferkel aufziehen. Was die Männer tagsüber freigeschippt haben, hat der Wind nachts oft wieder zugeweht. Thank you.
Am schlimmsten ist die Vereisung. Auf manchen Strecken muss der meterdicke Schnee gesprengt werden, damit die Schieber der Räumfahrzeuge nicht immer wieder abrutschen. Die Armee erweist sich als echte Hilfe auf der Insel. Die Strecke zwischen Putbus und Bergen allerdings ist noch nicht komplett geräumt. Rotraud Hoges Zustand ist seit fast 5 Tagen unverändert, sehr kritisch. Wenigstens der Sturm hat nachgelassen. Mal starten und landen die Hubschrauber insgesamt in diesen Tagen. Rotraud Hoge ist die zweite Schwangere, die auf dem engen Parkplatz vor dem Sundkrankenhaus in Stralsund abgesetzt wird. Es ist der 2. Januar 1979. Das Leben fängt an, wieder normal zu laufen. 5 Tage hatte es das nicht getan. Der Schnee wird insgesamt 66 Tage liegen bleiben. Thank you.